leckerer Kaffee unterwegs, auf der Reise, draußen, mehrtägige Tour mit dem Fahrrad, Wandern oder Kajak oder auch in einer Ferienwohnung oder auch im Campingwagen. Immer wieder stellt sich die Herausforderung, wie trinken wir leckeren Kaffee an den schönsten Orten, an denen wir sind, denn gerade da macht schlechter Kaffee keinen Spaß. Und ich habe euch ein paar Methoden mitgebracht. Ich habe einige gecheckt. Ich war die letzten Wochen selbst viel unterwegs. Unter anderem bin ich mit dem Kajak von Bern die Aare entlang bis zum Rhein gefahren und habe ein paar Methoden ausgetestet. Ich zeige euch heute meine drei Favoriten und alle drei haben etwas gemeinsam. Sie sind klein, sie sind leicht, sie sind robust und sie machen guten Kaffee, unterschiedliche Kaffees. Und darüber werden wir in diesem Video sprechen. Ich zeige euch noch ein paar andere, die ich auch noch interessant finde, mit dem ein oder anderen Hack oder ein oder anderen Trick. Außerdem sprechen wir über frische Mahlung, wir sprechen darüber, wie wir den Kaffee erwärmen können und wir sprechen darüber, wie wir die Herausforderung Wasser unterwegs lösen können. Nicht nur das Erwärmen, sondern auch die Wasserqualität ist dabei natürlich ein Thema. Und all das gibt es jetzt in diesem Video. Meine drei favorisierten Methoden stehen hier direkt vor mir, während hier so noch weitere Optionen und ein paar Tools stehen. Über all die sprechen wir jetzt hier in den kommenden Minuten. Meine absolute Favoritenmethode stelle ich euch vor, das ist die Stempelkanne hier in dieser Titanium-Variante von Best Hargood. 750 Milliliter steht drauf, passt nicht ganz so viel rein, werden wir gleich besprechen. Nummer zwei ist für mich die Aeropress, die kennen viele von euch schon. Die ist so vielseitig, die ist so robust und hat viele Vorteile. Hat auch ein paar Nachteile im Gegensatz zu dem hier und dennoch gehört sie hier auf diese Liste. Das dritte ist der Mir Purigami Falt Auseinandernehmen Dripper. Es handelt sich im Prinzip um drei Metallplatten, die man wirklich super einfach auseinandernehmen kann und dann hat man hier drei so Platten und die sind wirklich sehr, sehr klein. Man braucht allerdings noch einen V60-Filter, Papier oder einen Papierfilter, wobei das ja auch nicht wirklich groß ist. Die drei stelle ich euch vor und jetzt legen wir gleich los. In diesem Video sprechen wir auch über die neue Commandante Trailmaster X25, da konnte ich mir schon eine organisieren. Und wir sprechen über das Wasserfiltern und so weiter, über das Erwärmen von Wasser. Aber ich würde sagen, gehen wir als erstes rein und schauen auf die Stempelkanne von Best Hargood. Ich habe nach einer Stempelkanne gesucht, die leicht ist, die stabil ist, die eben nicht aus Glas ist, wie zum Beispiel die ganzen von Bodum und so weiter, die man kennt. Und die man aufs Feuer direkt stellen kann. Und fündig geworden bin ich hier bei diesem Brüher von Best Hargood oder Best Hargood, wie auch immer man es ausspricht. Wird angegeben hier mit 750 Milliliter Fassungsvermögen. Aus Titanium, ist auch wirklich leicht, knapp unter 220 Gramm habe ich gemessen. Und ja, ich brühe damit nicht 750 Milliliter, sondern maximal 550, wobei wenn ich alleine unterwegs bin, dann brühe ich eher 300 Gramm Wasser, also 300 Milliliter Wasser im Verhältnis zu 18 Gramm Kaffee. Ihr kennt das, haben wir auch Videos zu gemacht, wie viel Kaffee pro Tasse, wie viel Wasser pro Milliliter oder pro Liter. Es sind immer 60 Gramm auf einen Liter und das kann man hoch und runter skalieren. Und bei 300 Milliliter verwende ich eben 18 Gramm Kaffee. Was ich jetzt daran super finde, ist erstens, wir können das Wasser direkt in dem Ding erwärmen und das machen wir jetzt auch. Ich habe hier noch ein bisschen warmes Wasser dabei, aber muss es nochmal hochkochen. Sprich, gieße ich ein und habe hier direkt meine Anzeige auch, gebe also 300 Milliliter rein und bringe das dann nochmal auf Temperatur, stelle das Teil auf den Wasserkocher und tatsächlich auf meiner Kajaktour, ich habe damit nicht nur Kaffee gemacht, ich habe mit dem Ding auch gekocht. Also ich habe damit eigentlich alles gemacht. Und das finde ich natürlich praktisch. Wichtig, wenn ihr es draufstellt, stellt es so drauf, dass es der Griff, zu dem komme ich gleich, eben nicht von der Flasche, von der Flamme gewärmt wird. Und dann könnt ihr nämlich das Ding nachher auch einfach anheben, weil das Schöne ist, der ist nicht fest dran, sondern so lose. Das heißt, die Temperatur wird auch nicht komplett übertragen an den Griff. Das heißt, wenn ihr wirklich nicht die Flamme auf den Griff kommen lasst, dann könnt ihr nachher daran das Ganze hochnehmen. Jetzt koche ich das hoch und wenn ich hochgekocht bin, gebe ich den Kaffee einfach direkt rein. Und das heißt, wir warten jetzt kurz. Schon jetzt, und ich spreche gleich nochmal drüber, ich habe mir den Kaffee in kleinen Döschen abgewogen mitgenommen. Da passen ziemlich genau 18 Gramm rein. Erstens, das ist praktisch. Zweitens, wenn ich jetzt eine Tagestour machen würde, würde ich das einfach zu Hause abwiegen und einfach so mitnehmen. Wenn nicht, müsst ihr euch überlegen, wie ihr das mit dem Prüfverhältnis hinbekommt. Aber dazu komme ich dann gleich auch nochmal.
kocht schon. Ich nehme es kurz runter und ihr seht, schon ein bisschen warm geworden jetzt, aber man kann es trotzdem gut nehmen und muss ja mal noch schnell fertig malen. Den Malgrad habe ich jetzt so gewählt, dass er ziemlich Filterkaffee-ähnlich ist. Ihr seht das jetzt hier auch eingeblendet. Auf der ganz coolen, auch in unserem Blogartikel verlinkten Kruwe Partikelanleitung würde ich so sagen zwischen 700 und 1000 Mikron. Also das ist die Größe 700 bis 1000 Mikron, wie klein so die Partikelchen sein sollen. Und diese Kruwe-Grafik zeigt ganz schön, wie groß das im Effektiv dann eben ist. So. Fertig gemahlen, hier knapp 1,5 Minuten stehen lassen und jetzt schmeißen wir den Kaffee direkt einfach da rein. Jetzt lohnt es sich auf die Uhr zu gucken oder eben doch einen kleinen Timer mit dabei zu haben. Ich habe auch noch eine Waage hier, auf der Waage ist ein Timer, das heißt den starte ich jetzt, weil ich will eben ziemlich genau wissen, wann 4 Minuten um sind. Dann empfehle ich euch einmal umzurühren. Einfach, dass wirklich das komplette Wasser mit dem Kaffee in Verbindung kommt. Und dann den Deckel drauf, damit ihr nicht so viel Energie verliert. Und jetzt dann eben 4 Minuten warten. 4 Minuten sind um. Wir drücken jetzt einfach runter. Ganz langsam. Wir wollen nicht allzu viel Verwirbelung. Und dann ist der Kaffee eigentlich servierfähig. Ich habe noch ein anderes Video gemacht mit einer anderen Brühmethode über die Stempelkanne. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Da geht es noch ein bisschen weiter, ist ein bisschen komplexer, macht noch etwas besseren Kaffee. Bei der anderen Methode, die ich in meinem Blogartikel und in dem anderen Video zeige, geht es darum, den Kaffee mit der Stempelkanne noch ein bisschen besser zu machen. Denn das muss ich schon sagen, von den 3 Methoden ist für mich die Stempelkanne nicht die beste, die leckerste Methode, sondern die praktischste. Und zwar, weil eben es so einfach geht, so schnell geht, das Gefäß sich selbst ein Gefäß ist, ich da drin brühen kann, ich damit erhitzen kann, es stabil ist und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass wir den Stempel haben mit dem kleinen Sieb, behalten wir auch wahnsinnig viele Kleinstpartikelchen im Kaffee. Und das führt dazu, dass der Geschmack ein bisschen staubig ist. Der ist nicht so klar, wie wenn wir das Ganze mit Papier gefiltert hätten. Diese andere Methode in diesem anderen Video dauert ein bisschen länger, zeigt euch aber, wie ihr diese Staubigkeit noch etwas reduziert. Wer gerne körperreichen, kräftigen Kaffee, Filterkaffee mag, ist aber mit der Stempelkanne sowieso ja an der richtigen Stelle. Und ich tatsächlich habe das draußen genauso auch wirklich sehr genossen. Eine der coolsten Methoden, um draußen Kaffee zu machen, ist sicherlich die Aeropress. Vielleicht kennt ihr die Aeropress, auch wir haben schon ein Rezept gemacht über die Aeropress. Und doch darf sie, finde ich, in so einem Video über draußen Kaffeemethoden absolut nicht fehlen. Weil sie ist unkaputtbar, sie ist super leicht, sie ist ja einfach dabei und ist vor allem total vielseitig. Also es gibt richtig viele verschiedene Rezepte und es gibt auch kein richtiges Rezept, kein falsches Rezept. Es gibt nur viele verschiedene Rezepte, die alle guten Kaffee machen und vor allem robust, solide, immer wieder. Und so ein Rezept werde ich euch heute zeigen. Und zwar verwenden wir die Aeropress in der aufrechten, also in der umgestülpten Methode. Und das geht so. Ihr zieht sie auf, bis ungefähr noch ein Daumen drin ist, dann ist sie relativ stabil. Jetzt könnt ihr sie auf eine Waage stellen, vielleicht habt ihr aber auch keine Waage dabei. Es ist im Prinzip nicht so wichtig, weil natürlich ist das Verhältnis von Wasser zu Kaffee wichtig und das kennt ihr ja schon aus dem Kanal, aber bei der Aeropress, da weiß man ziemlich genau, was reinpasst, nämlich wenn der Kaffee drin ist, noch ungefähr 200 Gramm, weshalb ihr auch auf eine Waage verzichten könnt und ich zeige euch heute ohnehin ein Rezept, welches etwas überdosiert, sodass ihr dann ein bisschen mit Wasser nachher noch nachhelfen könnt, um für euch den Kaffee so einzustellen, dass er am allerbesten schmeckt. Und auch hier wieder, ich habe den Kaffee vorbereitet, 14 Gramm und mahle die jetzt. Und zwar mahle ich sie in einem Mahlgrad, der ein bisschen feiner ist als der klassische Filterkaffee-Mahlgrad. Konkret mit der Kommandante bin ich jetzt 3 Klicks feiner gegangen, als ich normalerweise den Filterkaffee brühen würde. So, und dann geht es relativ einfach.
eine Tasse oder irgendwas in das ihr hineindrücken könnt oder solltet, ist natürlich wichtig. Dann hier den Filter aufsetzen, Papierfilter drauf. Dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie ihr unterwegs Wasser vorbereiten könnt. Ihr könnt euch aber auch einfach eine Thermoskanne mitnehmen. Ich würde euch hier im Prinzip vor allem mit einem Superkaffee, einem hellen Kaffee, einem Specialty-Kaffee eher Temperaturen um die 95 Grad raten. Aber wir sind unterwegs. Wir sind kreativ und deshalb machen wir es jetzt einfach so. Heiße Thermoskanne, die hält das wirklich wunderbar heiß. Und damit spüle ich jetzt als allererstes hier den Filter aus. Kaffee rein. Und jetzt habe ich schon gesagt, es passen circa 200 Gramm Wasser da rein. So, und dann nehmt ihr euch eine Uhr oder eben doch eine Waage mit einem kleinen Timer zur Hand, damit ihr eine Brühzeit ungefähr einhalten könnt. Die dauert so 2x50 Sekunden, also zwei Etappen eigentlich. 50 Sekunden erste Phase, 50 Sekunden zweite Phase. Bei 50 Sekunden werden wir drehen das Ganze und dann eben nochmal 50 Sekunden runterdrücken. Ihr werdet es gleich sehen, deshalb guckt auf die Uhr, startet in irgendeiner Weise einen Timer und dann geht's los. Wir gießen also das Wasser bis oben an den Rand. Und haben jetzt 10 Sekunden um. Kein Stress. Jetzt rühre ich immer gerne um. Dann könnt ihr sicherstellen, dass auch wirklich alle Partikel schön benässt sind. Und dann kommt der Deckel drauf. Wichtig, nicht vergessen, das Wasser auszukippen. Da ist noch was drin. Normalerweise empfehle ich immer, hier das Ding aufzusetzen, aber bei diesem großen Ding brauchen wir es gar nicht und es hängt euch dann nur da drin. Also setzen wir das Ganze so auf, drehen es um, drehen es dreimal, drücken die Aeropress einfach so durch, dass sie so in einer Minute 40 ungefähr fertig ist. So, und jetzt probiert ihr einfach. Und jetzt, wenn es euch zu stark ist, dann verdünnt ihr einfach noch mit 20 Milliliter oder so, streckt den Kaffee oder macht dadurch auch die Menge ein bisschen größer, sodass ihr mit anderen auch teilen könnt. Und dann habt ihr eine super Methode. Eigentlich empfehle ich euch ja immer, 60 Gramm auf einen Liter zu verwenden, aber hier ist jetzt eben auch eine Variante mit ja, eben einer höheren Dosierung und dann eben ein bisschen zu verlängern. Das ist bei der Aeropress eine super Methode, um den Kaffee zu verbessern, vielleicht auch ein bisschen mehr Volumen zu schaffen, weil da passen ja eben nur 200 Milliliter rein. In diesem Sinne. Kommen wir zu meiner dritten Empfehlung, dem Mir-Brüher. Mir-Programm-Brüher. Hier drei Metallplatten im Prinzip, die zusammengesteckt werden können oder müssen. Habe ich schon oft gemacht, hat schon ein bisschen gelitten. Also hier diese kleinen Finger, wo man das Ganze miteinander einrastet. Die leiden tatsächlich, haben sich ein bisschen auch verbogen. Aber habe ich jetzt auch wirklich viel genutzt. Und im Prinzip ist das Ding ganz einfach zusammenzustecken. Nur der eine ist immer ein bisschen schwieriger schon, weil der ein bisschen verbogen ist. Aber dann, zack, steckt das zusammen und dann könnt ihr es im Prinzip nutzen mit einem normalen Papierfilter. 60 Grad Winkelfilter von Hario oder so. Ein V60 Filter, relativ einfach. Das ist natürlich super leicht und gleichzeitig auch noch sehr, sehr platzsparend. Also das könnt ihr einfach in die Hosentasche stecken im Prinzip. Filter rein. Annässen, so ein bisschen in diese Dreiecksform packen und fertig. Was wir hier haben, das ist ein bisschen auffällig im Gegensatz zu vielen anderen Brühern. Der Papierfilter liegt wirklich komplett an. Deshalb kann Wasser eigentlich kaum nach außen entweichen, nur an diesen drei Stellen. Sorgt sicherlich nicht für die allergleichmäßigste Extraktion. Aber wir müssen auch nicht unbedingt mit Seitwärtsmigration von Wasser und Brühwasser arbeiten. Wir können wirklich auch mit einem zentrierten Ablaufen arbeiten, was hier der Fall ist. Und ich finde die Ergebnisse gut und vor allem finde ich das Ding einfach super handy. Wie nutzen? Eigentlich ganz ähnlich wie auch andere Filter. Wichtig nur hierbei nicht zu weit hochgießen, denn sonst läuft euch das nach links oder rechts über. Auch hier wieder erst den Papierfilter mit heißem Wasser ausspülen. Dann klebt es besser, klappt euch auch nicht mehr so schnell ein. Das ist das eine Gute. Und andererseits löst ihr ein bisschen den Papiergeschmack, was auch auf jeden Fall dann leckerer ist, denn dann habt ihr den Papiergeschmack nachher nicht im Wasser oder im Kaffee. Kaffee rein. Und ich brühe jetzt hier nur mit 15 Gramm, damit das Ganze auf keinen Fall zu hoch steigt. Möglichst gerade sollte das Ganze natürlich stehen. Dann legen wir los, machen eine Vorbrühung von 25 Sekunden.
in der es vor allem für uns wichtig ist, dass wir einmal den kompletten Kaffee benetzt haben mit Wasser. Dadurch entweicht CO2, das sieht man auch an diesem, ja, wir nennen das Blooming. Diese kleinen Bläschen, die sich da bilden, CO2 wollen wir nicht im Kaffee, deswegen nutzen wir diese erste Phase, in der wir nur wenig Wasser aufgeben, um das CO2 zu lösen. Und nach 25 Sekunden beginnen wir dann kreisend, gießen auf, kommen zu so einem Mittelstrahl und gehen einfach nicht bis über den Metallrand. Also das ist zumindest meine Empfehlung. Ich würde euch empfehlen, in der Präinfusion auf rund 50 Gramm zu gehen, dann auf 120 bis 130 Milliliter. Eben nach 25 Sekunden und wenn ihr bei einer Minute seid, einer Minute 10, weiter aufzugießen auf ungefähr 180 Milliliter und im letzten Zuge dann ungefähr nach einer Minute 30 auf 2 Minuten auf 250 Milliliter hochzugießen. Wir gehen jetzt hier auf die 180 und ihr seht, das läuft ganz gut, das läuft auch gut ab, also es gibt keine Verstopfung. Da unten diese Öffnung lässt viel Kaffeewasser heraus. Das klappt eigentlich ganz gut. Was ich jetzt nochmal mache, ich gehe noch einmal im Rand entlang, nehme hier nochmal Wasser an Kaffeesatz zurückgeblieben ist mit. Und selbst wenn ich hier auf den Rand gieße, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dann läuft das Wasser nicht daneben vorbei, sondern es bleibt doch hier in dem Filter. Erstaunlich, aber das Filterpapier selbst reicht schon eigentlich, um dem Wasser seine Ablaufrichtung vorzugeben. Das heißt, ich habe hier keine Sauerei. Wirklich also eine echt praktische Variante. Und vor allem am Ende, so nach 2 Minuten 30, 2 Minuten 35, habe ich einen wirklich guten Kaffee, der super lecker schmeckt, der eben den Vorteil des Filterpapiers mit sich bringt, gleichzeitig die Klarheit und den Körper einer Drip-Methode. Also super schöne Variante, um guten Kaffee unterwegs zu machen. Im Prinzip eine coole Brühmethode ist auch dieser faltbare, ja, Kalita-formartige Dripper. Man kann ihn eben zusammenfalten und er ist auch insofern temperaturstabil, alles wunderbar. Und man kann ihn auf zwei Arten nutzen. Einmal kommt er hier mit diesem integrierten Sieb, das sieht man hier unten. Man kann das aber auch rausnehmen und dann kann man ihn mit einem typischen 185er Wave-Filter verwenden. Diese Variante wäre natürlich eigentlich die praktischere, wenn wir unterwegs sind oder draußen, weil man braucht eben keinen extra Filter. Und gerade die Wave-Filter, die verknittern ständig. Man kann die eigentlich fast nicht vernünftig transportieren. Das Problem hierbei ist aber, der ist so fein, was im Prinzip gut ist, weil eben dadurch viele Feinstpartikelchen auch nicht den Weg hinein in den Kaffee befinden und das ist im Prinzip leckerer. Das Problem ist aber, dass sich das Ganze kaum reinigen lässt. Tatsächlich so richtig sauber gekriegt habe ich das dann eben nur mit einem wirklich schnell fließenden Wasser, also einem Fluss, oder und am besten in der Spülmaschine. Und die haben wir nun mal nicht immer mit dabei. Sprich, nicht so wahnsinnig praktikabel, wenn ihr unterwegs seid. Und die Folge ist Verstopfung. Die Kleinstpartikelchen setzen hier eben den Filter zu, was ein bisschen unpraktisch ist. Was natürlich geht, ist einfach einen Wave-Filter verwenden. Nur eben, wie gesagt, die schöne Wellenstruktur bricht schnell mal auf oder verknickt, wenn man es mit unterwegs hat. Aber damit ist das ein richtig guter Filter, macht sogar einen, würde ich sagen, mit der besten Kaffees, wenn man unterwegs ist. Könnt ihr euch überlegen, wenn ihr ein Gefäß dafür findet oder das vielleicht hier drin transportiert, dann ja, geht das Ganze natürlich, nimmt aber einfach Platz weg. Eine ganz ähnliche Herausforderung wie hier das kleine Sieb von dem faltbaren Filter hat der Coffee Dribbler. Den habe ich vor ein paar Jahren schon mal in einem Video vorgestellt. Und für mich ist das eigentlich eine super Methode, um unterwegs Kaffee zu machen. Aber gleiche Problematik, die Reinigung. Die braucht eigentlich eine Spülmaschine oder eben einfach stark und schnell fließendes Wasser, um hier wirklich die kleinsten Partikelchen wieder aus diesem super feinen Netz rauszubekommen. Damit ist der Filter auf der einen Seite super geeignet für unterwegs, man braucht eben nicht mehr. Auf der anderen Seite lässt er sich nicht so gut reinigen. Macht einen super schönen, stärkeren Kaffee, ein bisschen kräftiger, weil eben doch Feinstpartikelchen durchkommen. Aber eben deshalb für eine längere Reise nur eingeschränkt nutzbar. Eine nutzbare Variante ist hier von Kaflano dieser Filter. Ich finde ihn ein bisschen groß und damit ein bisschen umständlich, aber der hat zumindest eine Lösung für die Wave-Filter, die man eben auch dafür braucht. Man kann sie eben einfach da drin transportieren. Man kann das ganze Ding auch als Trinkflasche verwenden. Auch das ist natürlich praktisch, denn es kommt mit einem eigenen Deckel und ja, man kann ihn hier schließen, man kann es dann hier öffnen und dann auch Wasser trinken und so weiter, wobei natürlich dann eben die Wave-Filter nicht mehr reinpassen.
würde wunderbar gehen. Wie funktioniert das Ganze als Kaffee-Device? Man dreht hier oben auf, setzt es oben rein und schon haben wir unseren Filter halt. Und dann folgt der Wave-Filter. Und dann kann es losgehen und wir können wieder brühen. 18 Gramm Kaffee, 300 Milliliter Wasser. Sicherlich ein super Kaffee. Sehr praktisch im Prinzip, braucht aber einfach mehr Platz. Ihr habt dafür aber wiederum einen Behälter dabei und könnt dann eben auch daraus trinken und das als Tasse verwenden. Auch eine schöne Variante. Was ihr auch noch braucht, ist eine Mühle. Hier jetzt stellvertretend für viele Handmühlen. Die neue Handmühle tatsächlich von Commandante, die Trailmaster X25, und ich bin super happy, dass ich sie schon bekommen habe. Natürlich tun es für Filterkaffee auch viele andere Mühlen. Wir haben unter anderem einen Test gemacht mit 14 verschiedenen Mühlen im Preisbereich unter 100 Euro. Könnt ihr euch mal anschauen. Das ist natürlich eine super Mühle, die noch gar nicht wirklich breit auf dem Markt ist. Ich habe sie bei der World of Coffee direkt am Stand von Commandante gekauft. Übrigens alles Equipment, was wir hier haben, habe ich gekauft. Ist nichts gesponsert oder so. Auch diese Mühle und diese hier ist übrigens von Commandante mit Sitz in Unterhaching bei München. Extra auch für den Außeneinsatz gemacht. Das andere Modell, das alte Modell, ist ein bisschen schwerer. Das hier ist ein bisschen leichter. Und ja, vor allem ist es auch relativ robust. Es ist wasserdicht. Es hat einen Deckel. Und mit dem Deckel könnt ihr die Mühle dann eben ja erstens einfacher transportieren, weil dieser Griff einfach auch immer im Weg ist. Nicht nur das, mit dem Deckel ist sie auch wasserdicht. Und die Erfinder der Mühle oder die Gründer der und des Unternehmens haben es mehrmals vorgemacht und die Mühle ins Wasser geschmissen und das musste ich natürlich überprüfen und tatsächlich hat es auch meinen kleinen Wildwassertest überstanden. Und ja, coole Mühle und das ist wirklich eine Basis, denn schon 20 Minuten nach dem Mahlen habt ihr so viel von den komplexen, interessanten Aromakomponenten verflogen in der Luft und die wollen wir nicht in der Luft, sondern die wollen wir in unserem Kaffee. Deswegen empfehle ich euch immer, nehmt eine Handmühle mit. Vor allem, wenn ihr guten Kaffee mitnehmt, nehmt eine Handmühle mit. Ist auch ein total schönes Erlebnis, was irgendwie zum Draußensein passt, den Kaffee selbst zu mahlen und dann eben die Bohnen aufzubrechen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, eine Kaffeebohne, wenn sie noch geschlossen ist, dann ist sie sich selbst eine Schutzschicht. In dem Moment, wo wir sie aufbrechen, ermöglichen wir es dem Sauerstoff, dem Licht, an jedes einzelne Partikelchen näher oder einfacher heranzukommen und dann eben auch Alterung zu beschleunigen und Oxidation zu beschleunigen und gleichzeitig eben auch das, was an Gutem, an Feinen, an Aromen angelegt ist, zu verflüchtigen. Das heißt, jetzt draußen oder drinnen, ob bei der Espressomaschine oder der Filterkaffeemaschine, wenn mich jemand fragt, was ist der wichtigste Tipp, um guten Kaffee oder besseren Kaffee zu trinken, dann würde ich immer sagen, eine Mühle. Frisch mahlen. Und mit einer guten Handmühle geht es einfach. Ich verlinke euch die hier, ich verlinke euch unseren Test. All das findet ihr unten in diesem Artikel über die Outdoor-Kaffeemethoden. Wasser ist tatsächlich mit die wichtigste Zutat, wenn es darum geht, guten Kaffee zu machen. Denn ein Kaffee besteht nachher zu 99 oder zu 98,5% aus Wasser, wenn wir Filterkaffee machen. Und so ist natürlich der Geschmack des Wassers wichtig, aber unterwegs auch, wir kennen es alle, vor allem wenn wir auch Reisen in andere Länder machen, die Wasserqualität, die Reinheit des Wassers. Und das kann schon ein bisschen herausfordernd sein. Natürlich gibt es immer die Variante, dass ihr Wasser abkocht, dann einfach lang genug kochen. Und doch nimmt das nicht alle Chemikalien und Schwermetalle raus, sondern vor allem so auf der Bakterien-Viren-Ebene einiges. Deswegen war tatsächlich mein Retter auf der Reise dieser Filter hier, den ich mit dabei hatte, von Grail. Ich weiß noch gut, meine letzte Tour, die habe ich auf dem Rhein gemacht, da hatte ich nicht genügend Wasser mit dabei. Und da habe ich den Fehler gemacht, Wasser aus dem Rhein zu trinken und nach 2 Tagen hatte ich ein kleines Problem. Während ich jetzt bei dieser Tour auf der Aare konsequent den Filter benutzt habe und wirklich gar keine Probleme hatte. Und ich habe das einerseits als Wasser getrunken direkt und andererseits natürlich auch genutzt, um dann eben meinen Kaffee damit zu machen. Und jetzt habe ich über Verunreinigung von Wasser gesprochen. Doch Verunreinigung ist natürlich nur ein Element. Für Kaffee super wichtig und eine der Grundlagen, auch wenn wir zu Hause Kaffee machen, ist natürlich die Wasserhärte. Wasser darf einfach nicht zu hart sein, sondern sollte möglichst weich sein. Denn dann buffert es weniger den Kaffee, das heißt, der Kaffee kann sich mehr zeigen und gleichzeitig ja, verkalken eure Maschinen weniger. Verkalken von Maschinen ist jetzt hier nicht so das Thema, aber natürlich auch der Geschmack.
unterwegs muss man Kompromisse machen. Deswegen ist für mich die Wasserhärte jetzt nicht das entscheidendste Thema. Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, dann schaut euch auch das Video an, was ich euch hier verlinke und natürlich auch nochmal unten in die Videobeschreibung packe. Aber ganz grundsätzlich so als Tipp. In der Regel ist das Wasser in Flüssen oder in Seen weicher als das Wasser, was aus dem Grundwasser kommt. Denn das Wasser im Grundwasser ist schon länger unterwegs, hat auf diesem Weg schon viel mehr von den Steinen, von den Salzen, die unterwegs ja eben zu haben sind, abgetragen. Also Magnesium und Calcium insbesondere. Das pusht die Wasserhärte und dann wird eben Wasser härter. Das heißt, Wasser, welches weniger lange durch den Boden unterwegs ist, sondern mehr an der Oberfläche bleibt, ist in der Regel weicher. Also schon mal also Flusswasser, Seewasser eine Empfehlung, weniger das Wasser von tiefen Quellen. Eine andere Methode ist natürlich Regen. Regenwasser ist super weich, ist sogar eher auf der sauren Seite und auch Schnee ist weich. Also wenn ihr Zugriff zu Schnee habt oder zu Regen, dann seid ihr damit auf jeden Fall an der richtigen Stelle und habt das perfekte Wasser eigentlich, um Kaffee zu machen. So, und dann habt ihr euer Wasser und dann ist natürlich die nächste Frage, wie erwärmen? Ich habe jetzt unterwegs verschiedenste Methoden ausgewählt. Ich habe den Gaskocher verwendet, ich habe ein Feuer gemacht. Es gibt ja auch die kleinen Spiritusbrenner, es gibt die kleinen Öfchen, in denen man dann eben ein Feuerchen anzünden kann. All das ist super praktisch. Dann braucht ihr eben eine Kanne. Wie schon gesagt, zum Beispiel so eine Stempelkanne, die tatsächlich hier draufstehen kann und dann eben erhitzt und ihr könnt sie dann direkt verwenden. Wichtiger Tipp dabei, wenn ihr das Wasser erhitzen wollt, nehmt verschiedene Feuerquellen mit. Also, keine Ahnung, Feuerstahl. Habe ich hier auch eins am Messer dran, Streichhölzer und packt die nicht an die gleiche Stelle, sondern verteilt die so ein bisschen, gerade auch nicht nur bei einer Kajaktour, sondern auch, wenn ihr unterwegs seid und es regnet, dass nicht alles gemeinsam nass wird. Und dann empfehle ich euch einfach, kocht hoch, kocht wirklich hoch. Viele tolle Kaffees, viele Specialty-Kaffees kann man auch wirklich mit hohen Temperaturen machen, mit 98 Grad, mit 97 Grad. Und wenn ihr ein bisschen dunklere Kaffees habt, die nicht so ganz hell geröstet sind, dann geht ihr ein bisschen runter mit der Temperatur. Warum das Ganze? Je höher die Temperatur ist, desto mehr extrahieren wir natürlich, desto mehr Bitterkeit holen wir im Prinzip auch raus. Und wenn ein dunkler gerösteter Kaffee von sich aus schon mehr Bitterkeit mitbringt, dann wollen wir die nicht noch weiter betonen durch eine hohe Temperatur. Das heißt, je heller der Kaffee, je hochwertiger der Kaffee, desto höher die Temperaturen, das heißt, desto näher könnt ihr auch am Kochen dran sein und je dunkler die Kaffees, je öliger, je kräftiger und wenn sie vielleicht gar nicht mehr so richtig Filterkaffeeröstung sind, sondern so ein bisschen mehr in Richtung Kaffeecreme oder auch sogar Espresso-Röstung gehen, dann doch lieber mit niedrigeren Temperaturen, das heißt, ruhig aufkochen schadet nie und dann aber ein paar Minuten warten, dass die Temperatur wieder abkühlt. Wenn ihr nur eine Tagestour macht und ihr wisst, ihr wollt vielleicht am Nachmittag einen frischen Kaffee brühen, dann ist die Variante mit einer guten Thermoskanne auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. Einfach kochendes Wasser rein, verschließen und bei guten Thermoskannen bleibt es auch wirklich lange auf über 90 Grad und damit könnt ihr dann immer noch guten Kaffee machen und müsst nicht das ganze Gedöns zum Erwärmen mitschleppen. Sicherlich auch überlegenswert. Sprechen wir zuletzt noch über das Verhältnis von Wasser zu Kaffee. Tatsächlich ist das Verhältnis von Wasser zu Kaffee eine der wichtigsten Voraussetzungen, um guten Kaffee zu machen. Denn wenn ihr zu wenig oder zu viel Kaffee einsetzt, auch unterwegs, dann neigt der Kaffee dazu, über zu extrahieren oder unter zu extrahieren. Beim Filterkaffee, bei eigentlich allen Methoden, rate ich euch zu einem Brühverhältnis von ungefähr 1 zu 16,6. Sprich 60 Gramm Kaffee auf einen Liter Wasser. Wenn ihr das macht, dann habt ihr zumindest von der Mengenverteilung das perfekte Ergebnis und schafft es im Idealfall ungefähr die gewünschte Menge Kaffee zu extrahieren. Habe ich vor längerer Zeit mal ein Video zu gemacht zum Thema Stärke und Extraktion, verlinke ich euch ebenfalls unten. Wer sich da ein bisschen weiter mit beschäftigen will, ist ein total spannendes Thema. So, dann müssen wir nur noch den Mahlgrad eben festlegen und das machen wir mit der Mühle und die habt ihr ja dabei. Tatsächlich gehört bei meinen Reisen deshalb immer auch eine kleine Waage dazu. Es kann eine super einfache sein für wenig Geld, es kann ein bisschen eine größere sein wie diese hier, beide verlinke ich euch auch unten. Das ist die Black Mirror Nano von Time More. Spielt keine Rolle bei beiden diesen Wagen, ist noch ein schöner Nebeneffekt, die haben auch eine Uhr dabei. Dadurch kann ich kontrollieren, zu welcher Zeit ich wie viel Kaffeewasser schon aufgegeben habe und ein bisschen besser den Brühprozess steuern. Eine andere praktische Variante ist, den Kaffee abzufüllen in der richtigen Dosiermenge in so kleinen Gefäßen. Ich habe welche gefunden, die mir ganz gut gefallen. Passen 18 Gramm Kaffee rein und das ist meine Lieblingsmenge. Die verwende ich meistens sehr gerne, wenn ich alleine unterwegs bin, eben in Verbindung mit 300 Milliliter Wasser. Dadurch ist der Kaffee eben auch luftdicht und wasserdicht verpackt, während der Beutel dann doch mal schnell auch nass wird.
Also noch sehr praktisch. Gibt es so in großen Gebinden mit 12 oder 24 von. Ihr könntet also, wenn ihr es euch einfach machen wollt, einfach vorher alles abwiegen und habt dann immer die richtige Menge dabei. Aber auf jeden Fall empfehle ich euch, wiegt die Kaffeemenge ab. So, das waren die Brühmethoden, die Tipps, die ich euch mitgeben wollte, mit denen ihr einfach praktischen, guten, leckeren Kaffee unterwegs machen könnt. Im Wesentlichen natürlich Filterkaffee. Klar, es gibt auch Varianten, um stärkeren Kaffee zu machen, eben zum Beispiel Espresso. Dafür bietet sich die Flair an, hier die Flair Pro in diesem Fall. Ich habe die vor einiger Zeit schon mal getestet und ein Video darüber gedreht. Wenn ihr also unterwegs Espresso machen wollt, ist die Flair wahrscheinlich die beste Wahl für Espresso unterwegs. Kommt im Übrigen mit so einer praktischen Tasche. Passt da komplett rein, lässt sich komplett demontieren. Eine Imbusschraube und kleiner Temper. Das kann man hier rausnehmen. Und dann ist die Flair 58 auseinandergebaut. Also wirklich eine Variante für unterwegs. Aber für mich jetzt nicht die super praktischste, es ist dann doch ein bisschen aufwendiger. Und vor allem ist der Kaffee, den wir heute gebrüht haben, mit den anderen drei Methoden einfach so gut, so lecker. Und vor allem haben wir Volumen, was wir teilen können, um mit der Flair genügend Espresso für eine ganze Gruppe zu machen. Da ist man schon richtig dran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt das ein oder andere dazugelernt und kennt jetzt ein paar neue Brühmethoden. Doch würde mich auch interessieren, wie ihr unterwegs Kaffee macht. Es gibt ja so viele tolle Filter, Mühlen, Handmühlen, Tricks und Tipps, schreibt es mir gerne in die Kommentare und das ein oder andere werde ich mir dann sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch anschauen. Ich freue mich auch, wenn ihr den Kanal abonniert und alles Mögliche mit uns über Kaffee herausfindet und weiterlernt. Und bis dahin sage ich Tschüss, viele Grüße von uns und trinkt guten Kaffee und bis bald.